Ja, wenn wir uns aus Arbeitgebersicht mal den Arbeitnehmer betrachten, dann gibt es ja aus Arbeitgebersicht eigentlich nur ganz wenig Punkte. Zum einen ist es, dass der Arbeitgeber immer die entsprechend richtigen, die entsprechend fachlich geeigneten Mitarbeiter hat. Und da kommen die Komponenten wieder Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Fachkräftegewinnung zum Wirken und vor allem natürlich auch Mitarbeiterzufriedenheit, und zwar Mitarbeiterzufriedenheit mit dem System und Akzeptanz des Systems. Und da gibt es aus meiner Sicht nur einen ganz wesentlichen Punkt, den der Arbeitgeber rüberbringen muss. Erstens, der Mitarbeiter hat eine wesentlich bessere Versorgung, einfach durch die Verzinsung vom ersten Euro an, durch eine Verzinsung, die mit 2, 2,5, 3% höher liegt, garantiert höher liegt als bei der Versicherungsgesellschaft, die langjährig deutlich Minus ist, vielleicht am Schluss sogar eine Nullverzinsung oder immer noch eine leicht negative, vielleicht auch leicht positive Verzinsung erreicht. Also da ist der Mitarbeiter deutlich besser gestellt und was wesentlich dabei ist, es ist kein Zeitpunkt denkbar, bei dem der Mitarbeiter irgendein Geld verliert, egal ob er fluktuiert, wann er ausscheidet, es ist immer jeder Baustein, jeder Entgeltbaustein verzinst sich vom ersten Euro an mit einem besseren Zins. Selbst bei der Insolvenz des Unternehmens, wir haben die Absicherung durch den Pensionssicherungsverein, ein staatliches Instrument, da kann auch nichts falsch gemacht werden, da kann auch nichts passieren, der Mitarbeiter ist immer zu jedem Zeitpunkt gesichert. Und das ist das, was es rüberbringen gilt und dann nämlich auch die Möglichkeit, dem Mitarbeiter zu erklären, was wir hier machen, ist eine eigene Betriebsrente, was wir hier machen, ist ein eigenes betriebliches Versorgungswerk, was natürlich die Identifikation mit dem Unternehmen erhöht, was die Mitarbeiter motiviert, was das Image als solches verbessert und die Mitarbeiter auch verstehen, dass sie hier quasi in die eigenen Arbeitsplätze investieren, den eigenen Arbeitsplatz sichern, ähnlich wie Mitarbeiterbeteiligungssysteme, wo auch der Mitarbeiter etwas für den Arbeitsplatz als solches tut. Und das sind die beiden Punkte oder die wesentlichen Punkte, die der Arbeitgeber im Blick haben muss, wenn er an den Mitarbeiter denkt und wo er hier wirklich Vorteile für den Mitarbeiter und dann natürlich mittelbar für sich auch als Unternehmer und für das Unternehmen erwirkt.